Back to work, back to the office und back to business. Leute, heute dreht sich alles um Business Looks. Leute, ich weiß, es ist gar nicht so einfach, gerade dann nicht, wenn man gerade frisch aus dem Urlaub kommt, frisch aus der Sonne und dann zurück zur Arbeit muss und dann wieder in die Business-Klamotten einsteigen muss, vom Badelatschen zu Business, ja, ist immer ein bisschen schwierig und aus dem Grund gibt es heute passende Outfit-Inspiration für euch zum Thema Business-Looks und wie immer habe ich euch sämtliche Outfits unten in der Infobox verlinkt, also falls euch irgendwelche Pieces gefallen, schaut da gerne vorbei. Starten wir mit dem ersten Look und zwar ein sehr klassischer Business-Look in dunkelblau. An den Füßen trage ich Wildledermonks, sehr edel muss ich an dieser Stelle sagen, passend dennoch zu diesem Look. Denn ich trage als Anzug einen einheitlichen dunkelblauen Anzug, der im ersten Augenblick sehr edel aussieht, aber wenn man ihn anfasst von der Struktur her, einfach so ein bisschen mehr Struktur hat als so ein normaler Anzug. Von daher ist er vom Gefühl für mich persönlich einfach auch ein Stück weit sportlicher. Darunter trage ich ein blau-weiß gestreiftes Hemd und als Accessoire dann noch in der Brusttasche ein passendes Einstecktuch. Und wenn es mal draußen ein bisschen kälter wird, dann habe ich hier an dieser Stelle einfach nochmal einen dunkelblauen Mantel drüber gezogen, der dieses Outfit einfach all in all nochmal ein bisschen abrundet. Wer möchte, kann an dieser Stelle natürlich auch noch eine Krawatte ergänzen, zum Beispiel hier in dunkelblau, um das Outfit wirklich businessmäßig zu halten, à la Harvey Specter-like. Ich habe das bewusst an dieser Stelle weggelassen, also die Krawatte, um das Outfit einfach ein bisschen lässiger aussehen zu lassen. Nächster Look, Business Casual. 70% Business, 30% Casual. Starten wir diesmal mit den 70% Business. Als erstes dazu das klassische Jackett mit einem sehr klassischen Muster und zwar dem Hahntrittmuster. Als Doppelreiher getragen, sehr lässig und gleichzeitig auch sehr, sehr klassisch. Darunter ein klassisches weißes Businesshemd und als Ergänzung ein weißes Seideneinstecktuch. Und jetzt gehen wir ganz nach unten, denn da trage ich ebenfalls nochmal Business und zwar lockerlässige Loafer, die einfach ein bisschen offener gehalten sind in einer Wildlederoptik. Und die 30% Casual macht tatsächlich einzig und allein die beige Chino aus, die ich jetzt an dieser Stelle anhabe, denn das ist hier an dieser Stelle die Base, deshalb auch die 30%. Dennoch ist die Chino nicht eine normale Chino, sondern wirklich eine etwas schickere Chino mit Buntfalte und dementsprechend haben wir hier all in all einen schönen Business Casual Look. Weiter geht's mit einem Smart Casual Look. Jetzt liegt der Fokus nicht mehr auf Business, sondern wir sind jetzt hier in der Waage 50% Business, 50% Casual. Heißt Smart Casual. Ich persönlich habe mich auch mit den Begriffen erst so ein bisschen schwer getan, aber wenn du einmal drin bist, dann weißt du auf jeden Fall Bescheid. Machen wir erstmal die 50% Business. Das ist an dieser Stelle A, die Hose, denn ich trage hier an dieser Stelle eine dunkelblaue Anzugshose und darüber ein Jackett slash eine Safari-Jacket, auch noch Business auf jeden Fall, denn die ist auch noch ein Stück weit schicker. Und das Lässige an dem Outfit, das Smarte, ist an dieser Stelle einfach nur das T-Shirt, was ich hier drunter trage. Zwar auch ein Premium-Cotton-T-Shirt, einfach ein bisschen wertiger und dazu natürlich die lässigen Sneaker. Pro-Tipp an dieser Stelle, diese dunkelblauen Ledersneaker mit der weißen Sohle von Georgs sind wirklich super bequem. Leute, wie ihr wisst, darf in meinen Outfit-Videos natürlich der schwarze Look nicht fehlen. Und zwar kommt jetzt an dieser Stelle der schwarze Look, zwar nicht komplett schwarz, sondern an dieser Stelle mit einem weißen T-Shirt kombiniert. Das ist sozusagen eigentlich der Joker, der hervorragend für zwei Veranstaltungen funktioniert. A, wenn du morgens zum Beispiel noch im Office bist, deine Business-Meetings hast oder generell noch einen Arbeitstag vor dir hast und dann später noch zur Afterwork-Veranstaltung musst, dann brauchst du gar nicht den Outfit wechseln, sondern kannst du das Outfit einfach genau so anlassen. Ich habe diesen Look jetzt einfach so ein bisschen mehr fashionable gestylt, A mit den Lederloafern und natürlich dem Ledercase, der Brille und dem Einstecktuch, aber jeder kann das natürlich auf seinen eigenen Stil so ein bisschen anpassen und natürlich auch ein bisschen sportlicher tragen. Und auch dann kannst du mit einem etwas sportlicheren Look auch dann noch zum Beispiel zur Abendveranstaltung gehen. Hier nochmal alle Outfits im Überblick. Zuallererst der blaue Business Look, dann der Business Casual Look, dann der Smart Casual Look und zum Schluss der Joker in Schwarz. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, welches Outfit euch persönlich am besten gefällt, welches Outfit würdet ihr im Office am liebsten tragen. Alle Outfits habe ich euch selbstverständlich wie immer unten in der Infobox verlinkt. Falls ihr also noch jemanden kennt, der irgendwie sich gerade neu einkleiden muss mit Business Outfits oder falls ihr selbst noch irgendwelche Kleidungsstücke benötigt, schaut gerne unten in die Infobox rein. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen Inspiration liefern konnte für eure Business Looks und wünsche euch ganz viel Spaß bei der Arbeit.